Auf ein neues, neue Saison, neues Glück und gleich ein Auftakt nach Maß. Die deutschen Rekordmeister der Wasserfreunde Spandau 04 sind nämlich mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Nach einer noch umkämpften ersten Hälfte war die Partie gegen den USC Potsdam am Ende dann doch eine klare Sache und ging mit 19:10 an die Berliner. Ja, wir freuen uns natürlich, dass wir den Pflichtsieg hier eingeholt haben. Und ja, jetzt kann es nur noch weitergehen, ne? Ja klar, also wir freuen uns, war unser erstes Bundesligaspiel, erster Sieg, wir hoffen auf weitere Siege. Für Alex Sekulic war es heute das erste Spiel für die Wasserfreunde. Er wechselte im Sommer von Bayer Uerdingen und ist einer der hoffnungsvollen Neuzugänge in den Reihen der Spandauer. Ein weiterer Top-Neuzugang, dessen Verpflichtung übrigens ein echter Transfer-Coup. Hut ab vor den Spandauer Machern. Hier ist er, der russische Nationalspieler Dimitri Cholot. Er konnte heute aber noch nicht mit in das Geschehen eingreifen. Glück für den USC Potsdam, der sich hier nach dem Anpfiff auch nicht versteckte. Das Spandauer Führungstor durch Dennis Strzelecki. Nach knapp 3,5 Minuten wurde umgehend von Ferdinand Korbel ausgeglichen, der nach 2 Jahren in Spandau zu den Potsdamern gewechselt war. Und auch weiterhin blieb das Spiel ausgeglichen. Nach 8 Minuten stand es lediglich 3:3 auf der Anzeigetafel. Trainer Peter Kovacevic hatte mit seinem Team also einiges zu besprechen. Im zweiten Viertel lief es dann auch etwas besser. Die Rekordmeister kamen aber trotzdem nicht über einen 7:5 Stand zur Halbzeit hinaus. Ja, ich sag mal so, wir haben am Anfang ein bisschen verschlafen, hat man gesehen im ersten Viertel. Ich glaube, es war 3:3. Aber ich denke, das wird sich im Laufe der Saison ändern. War unser erstes Spiel. Und der Start war etwas schleppend. Ich denke mal, es lag daran, dass wir sehr unkonzentriert waren. Auch die Mannschaft ist nicht komplett durch viele Verletzungen. Die Spandauer mussten mit Kapitän Marco Stamm und Remi Sauder, die ja gleich auf 2 ihrer Leistungsträger verzichten. Dass das Spiel dann doch noch seinen Lauf für die Wasserfreunde nahm, lag nicht zuletzt an ihm hier. Tiberio Negrean, der Rumäne, erzielte allein im dritten Viertel 4 Treffer und war mit 8 Gesamttoren bester Torschütze des heutigen Tages. Bis kurz vor Schluss blieb den Potsdamern dann auch kaum eine Chance. Die Rekordmeister bauten den Vorsprung in der zweiten Halbzeit gnadenlos aus auf 17:6. In den Schlussminuten konnten die Gäste dann noch eine kleine Ergebniskorrektur vornehmen. Das Endergebnis dann schließlich 19:10, aber dennoch mehr als eindeutig. 3 Punkte geholt. Wir konzentrieren uns jetzt nächste Woche auf Waspo und hoffentlich sind wir dann komplett besetzt. Der erste Schritt zum nächsten Meistertitel ist also gemacht. Viel Zeit zum Feiern bleibt aber nicht, denn schon am Donnerstag, am 3. Oktober, kommt mit Waspo Hannover, der ewige Liga-Konkurrent, zum Gigantenduell nach Berlin zum Supercup. Jetzt geht's am 3.10. am Donnerstag gegen Waspo beim Supercup um 15 Uhr hier in der Schwimmhalle Schöneberg. Da geht's dann halt um die Wurst und um den ersten Titel, hoffentlich für Spandau 04. Wir sind am Donnerstag auch vor Ort, um beim Wasserball-Klassiker dabei zu sein. Und nicht nur das. Nach den Männern werden auch die Spandauer Damen ihr Supercup-Spiel gegen Bayer Uerdingen bestreiten. Also entweder live dabei sein in der Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg oder reinklicken bei Hauptstadtsport TV.